Brillibi. Kommentiertes Spielen von Spielen. Hallo und herzlich willkommen zu Tropico 4. Ja, das ist es also, mein neues Projekt. Ihr fragt euch wahrscheinlich wieder mal, Brillibi, wieso um alles in der Welt machst du denn nicht Monkey Island 4? Das kann ich euch ganz einfach erklären. Monkey Island 4 gefällt mir nicht. Denn ich habe es damals natürlich sofort gekauft und gespielt und fand es auch anfangs gut, aber dann steckte ich bei mehreren Problemen sowas von lange fest, weil die so unlogisch waren, dass ich keinen Bock mehr hatte und es in die Ecke warf. Ja, sehr gefrustet in die Ecke warf. Es hat auch den Eckwurf nicht überlebt. Und deswegen spielen wir jetzt Tropico 4, mal wieder eine Wirtschaftssimulation, die zweite, die ich let's play, neben Banished. Und ja, warum mache ich das? Der Hintergedanke ist, dass in einem Monat ungefähr Tropico 5 erscheinen wird und ich Teil 4, Teil 3 und Teil 2 nie gespielt habe. Ich habe damals vor, weiß ich gar nicht, wie lange das schon her ist, 10 Jahre, 15 Jahre, 30 Jahre, habe ich Tropico 1 gespielt und fand das damals echt geil. War halt meine Alternative zu Anno. Und ja, seitdem habe ich Tropico irgendwie nie wieder angefasst. Keine Ahnung genau warum. Es hat ja relativ gute Bewertungen und Kritiken bekommen. Und da habe ich mir gedacht, ja, dann machen wir es doch jetzt mal, oder? Machen wir es doch mal zusammen. Schmeißen wir uns in die Welt von Tropico 4 und schauen mal, was uns hier so erwartet. Und wenn mir es gefällt, dann werden wir eben Tropico 5 auch zusammen let's playen. Ja, ich würde sagen, ich habe ja schon einen El Presidente erstellt, um mal die Optionen zu checken. Und habe festgestellt, dass es auf 1080p, also auf der Auflösung 1920x1080 eben doch schon sehr ruckelt auf meinem alten Kasten hier. Deswegen spielen wir es auf 1680x1050, was YouTube dann runterrendern wird auf 720, aber was auf jeden Fall dann in der Form sehr gut aussehen wird. Hoffe ich, ich werde das mal testen. Wie gesagt, ich werde es dann sehen. Wenn nicht, müssen wir halt noch irgendwie was ändern. Auf jeden Fall klicken wir jetzt erstmal auf Spielen und begeben uns in die Welt von Tropico. Als ich natürlich die Optionen gecheckt habe, habe ich hier gesehen, Tutorial, Kampagne, dann die Modern Times Kampagne und so. Und da habe ich mir gedacht, Tutorial, komm, können wir knicken, oder? Ich bin ja kein Vollpfosten. Ich bin schon ein riesiger Pfosten, aber kein Vollpfosten. Also ich würde sagen, wir fangen mit der Kampagne an und gucken mal, wie das so wird. Sandkasten hört sich nämlich so an, als wäre da schon irgendwie alles verfügbar. Man könnte direkt alles machen, hat wahrscheinlich ganz viel Geld. Und da habe ich irgendwie keine Lust drauf. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal mit der Kampagne an. So, auf geht's. Tropico 4, Leute. Oder wie wir sagen, Tropičković. Ja, hier stehen wohl Zitate bekannter Diktatoren, Präsidentoren und Staatschefs, die ich jetzt aber nicht weiter vorlesen werde. Was für ein Höllenloch. Wer bist du? Aber zumindest gehört es mir. Santa Clara ist typisch für die karibischen Inseln. Hübsch anzusehen, aber bitter arm. Huch. Die Leute leben in Hütten und haben kaum etwas zu essen. Keine Bildung, kein Gesundheitswesen und immens hohe Arbeitslosigkeit. Aber eines Tages wird Tropico eine Weltmacht sein. Wenn ich die Lage in Santa Clara verbessere, werden sie mich unterstützen und das Fundament für meine Pläne bilden. Cool. Ja, keine Ahnung, wer das jetzt war. Sind wir das selber oder was? Scheint eine Art Missionsbriefing zu sein. Und auf der rechten Seite sehen wir Missionspunkte. Ja, da geht schon, da schaudert es mir. Sogar ein Highscore und so. Das ist so ein Kack. Da braucht kein Mensch. Interessiert auch keinen. Keine Sau, wie viele Punkte man in der ersten Mission bei Tropico hatte. Ja? Das ist so ein Facebook, iOS, Android, Fuck. Ja? Brauche ich nicht. Interessiert mich wirklich einen absoluten Dreck. Ich finde so Achievements, die irgendwas schwer zu erreichen ist im Spiel, finde ich okay. Aber hier so eine höhere Punktzahl, ja, das interessiert mich nicht. Wir klicken schnell auf Spielen. Und da ich ja kurz im Game war, weiß ich, dass wir uns hier jemanden aussuchen können. Die halt unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und wir machen natürlich unseren eigenen Avatar. Ich will ja nicht Fidel Castro oder Che Guevara sein. Wir wollen unseren eigenen Avatar durch dieses Spiel ziehen. Ja, gucken wir mal. Kleidung. Nee. Auch nicht.
Pirat ist doch geil, oder? Ich finde, wir sollten Pirat sein. Finde ich echt. Ich finde, das sieht gut aus. Ja, südländisch können wir dann lassen, oder? Vielleicht ein bisschen dunkler. So dunkel nur auch wieder nicht. Ja, das war schon ganz gut. Südländisch. Oliv. Machen wir mal Oliv. So, Kopfbedeckung. Nee. Sollte ja schon ein bisschen zum Piraten passen. Ja, das passt. Gangsterhut. Bowler. Ja, komm, Heisenberg, oder? Das wäre jetzt der Piratenhut. Nee, aber der... Den will ich jetzt nicht. Ich will den... ich will den Heisenberg-Hut. Das sieht gut aus. So, Frisur. Ah, Pferdeschwanz sah gut aus. Komm, nehmen wir Pferdeschwanz. Accessoires, machen wir weg. Bart. Kinngardine. Ach du Scheiße, ne, Kinngardine sieht gut aus. Und Schnurrbart. Ja. Ja, so sieht der geil aus, oder? Komm, so nehmen wir ihn. So einen schön nach oben gebogenen kleinen Schnurrbart. Einen Poirot oder Poirot oder wie auch immer man das nennt. Ich bin kein Bartexperte. So, Name Brillibi bleibt. Hintergrund. Jetzt müssen wir uns einen Hintergrund aussuchen. Da gibt's einige Möglichkeiten. Ich lese das jetzt hier nicht alles durch. Ah, wir können ja mal gucken, was hier halt immer da. Wir haben halt unterschiedliche Vor- und Nachteile. Zum Beispiel ein Bauer, plus 10 Ansehen bei Kommunisten, plus 50% Farmproduktion. Das klingt schon mal gut. Produktion, glaube ich, ist immer gut. Und minus 10% oder 10 Ansehen bei Intellektuellen. Okay. Ja, da müssen wir jetzt mal gerade ein bisschen durchklicken. Bauunternehmer. Ja. Ja. Schnapsbaron. Wir kriegen 100% Preisaufschlag auf Rum und Gewürzrum. Und minus Ansehen bei religiöser Fraktion. Wieso das denn? Das sind doch alles so Schnapsbarone da. ja. Mann des Volkes. Nein. Plus 20 Ansehen bei Kommunisten auf gar keinen Fall. Was haben wir hier noch? Selfmade Man. 10% Ansehen bei Kapitalisten, 10% USA-Beziehung, 15% Industrieproduktion. Das ist nämlich sowas, weißt du, das ist, glaube ich, gut. Industrieproduktion, weil das ist ja dann ich denke mal, darauf bauen wir ja auf. Das ist so ein Gedön wie Verschmutzung und Kriminalität, da achte ich jetzt erstmal, glaube ich, nicht drauf, sondern eher auf Produktion, dass wir wenigstens Geld haben. Mit dem Geld kann man ja dann gucken, ob man die Kriminalität und so runterkriegt. Deswegen würde ich sagen, das von dem ganzen Gedöns hier finde ich Selfmade Man noch am besten. Das wählen wir jetzt aus. So. Das ist unser Hintergrund. Aufstieg zur Macht. Ja, das ist natürlich jetzt eine Frage. Als Faschist, als Kapitalist oder als Sozialist gewählt. Eine erkaufte Wahl. Ziemlich niedrige Aussicht auf Demokratie. Ja, wir wollen ja schon ein bisschen Demokratie haben. Hochaussicht auf Demokratie. Also es sind doch schon ein paar deutsche Scharmützel hier drin. ja, da finde ich doch, Samten hört sich ja noch am besten an, der Samtenrevolution. Ohne Blutvergießen und so, eine hohe Aussicht auf Demokratie, Ansehen bei Intellektuellen, Ansehen bei USA, minus China, okay, China mögen wir ja nicht so. Und 20% Freiheit, das klingt gut, das nehmen wir, komm, gehen wir jetzt hier 100 Jahre rummachen. So, jetzt müssen wir uns noch drei Eigenschaften auswählen. So, was haben wir denn hier, Aktivist, Intellektuellen und Umwelt, gibt's da ein Plus. Alkoholiker. Minus Ansehen. Auch schon wieder. Das sind doch alle Saufnasen hier, die ganzen religiösen Heinis. Trinken doch jeden Abend da ihr Blutwein. So, Gesamtproduktion. Das ist schon mal scheiße. Das nehmen wir schon mal gar nicht. Diese Gesamtproduktion. Da will ich irgendwas, was da hochgeht. Hier. Finanzgenie zum Beispiel. Da gibt es 2% Industrieproduktion. Und dann nächstes Level. Also das scheint auch Level zu haben. Wahrscheinlich hier die Sterne. Die dann irgendwann höher gehen. Das finde ich gut, das nehmen wir mal. Finanzgenie nehmen wir. Gelehrter, Ausbildung und Fähigkeitstraining. Könnte auch gut sein. Weil die dann mehr arbeiten und besser arbeiten? Könnte man drüber nachdenken. Gelehrter. Was haben wir hier noch so? Kleptomane, das ist alles blöd, klingt das. Bokonda. Hässlich. Ja, hässlich. Minus Ansehen bei allen tropikalischen Fraktionen. Plus Beziehung zum Nahen Osten. Warum? Warum? Hoppala! Wenn man hässlich ist, hat man also Beziehung zum Nahen Osten. Wie geil ist das denn?
Schwerstarbeit. Hier. Plus zwei Gesamtproduktion. Auswählen. Komm, Schwerstarbeit nehmen wir. Was sonst noch was? Diplomatisches Geschick. Achso, hier warte mal. Was haben wir denn noch? Militär interessiert. Militär. Militant? Nein. Nationalisten gibt's natürlich auch, aber die mögen wir auch nicht. Seefahrer, Baupreise für Häfen, na. Aber das ist, glaube ich, vielleicht gut. Da kommen wir, also bei 1 war es ja auch so, dass da immer Schiffe, glaube ich, kamen, die dann Sachen kaufen und unsere Kasse ein bisschen auffüllen. Ja, wir nehmen jetzt mal irgendwas. Was nehmen wir denn jetzt noch? Unbestechlich, Unternehmergeist. Das ist doch gut. Plus Handelspreise, komm. Nehmen wir und weiter. Haben wir genug hier rumgeeiert. Jetzt wollen wir mal spielen hier. Oh, ein Intro. Schauen Sie sich das Meer an, die okay. Strände und die Palmen. Wow, schön, ja. Hallo, Chili. Das ist meine Heimat. Aha. Das ist Tropico, ein Paradies. Ja. Noch immer klein, arm und unbekannt. Doch ich habe große Pläne, sehr große Pläne. Ich werde eine Nation errichten. Eine Nation errichten. Bin ich ja mal gespannt. So, da sind Hallo, wir also in-game. Mein Freund. Kommen Hallo. Sie gut zurecht auf Ihrer neuen Insel? Ja, das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Ja. Ich bin ja gerade erst auf Tropico, angekommen. Der schönsten Insel der Karibik. Hier ist TNT. Ich bin Sunny Flowers und mein Co-Moderator Penultimo... ist gerade etwas beschäftigt. Was ist jetzt ein Radio? Ja, Präsident. Naja. Willkommen, Präsident. Was ist denn das? Musik, schätze ich. Was labern die denn hier die ganze Zeit? Okay, willkommen. Ich bin das Penultimo, Ihr vertrauenswürdiger Berater. Er sieht sehr vertrauenswürdig aus. Was machen wir eigentlich? Dieser Ort ist schrecklich. Es gibt nicht mal eine Farm zur Versorgung der Menschen. Sie sollten sich darum kümmern, falls Sie unbedingt hierbleiben wollen. Errichten Sie mindestens 2 Farmen, um die Menschen zu versorgen. Okay. So, damit sind wir jetzt wohl im Spiel. Und offensichtlich scheint ja das jetzt auch eine Art Tutorial zu sein. Also es ist jetzt nicht so schlimm gewesen, dass wir das geskippt haben. So, jetzt muss ich aber gerade gucken. Ist die Musik vielleicht ein wenig laut? Ja, das finde ich schon. Ich mache das hier mal alles ein wenig runter. Sorry dafür. So, und Autospeicher mache ich auch mal aus. Hinweise anzeigen, okay. Radio, das war das eben, ne? Das mache ich auch mal aus, das nervt, glaube ich. Ja, okay. Mal weiter, hier. So, ja, mit WASD kann ich schon mal nicht scrollen, sondern ich muss die Pfeiltaste nehmen. Gut. Okay, 2 Farmen. Wo haben wir die denn? Industrie, Sägewerken. Nein, da sind keine Farmen. Wo sind denn Farmen? Hier. Ja. Nahrung und Rohstoffe und dann Farmen. So, jetzt können wir wahrscheinlich hier gucken, wo wir die bauen können. Nein, das ist... Ah, okay, das ist die Fruchtbarkeit. Okay, kann man switchen, was wir anbauen wollen, denke ich. Ja, dann nehmen wir doch mal Mais. Das können wir ja essen und anbauen. So. Mit dem Mausrad können wir hier die Gebäude drehen. Das ist gut. Dann platzieren wir es doch mal hier in die Ecke. Eine Farm. Wollen wir mal sehen, was jetzt so passiert. Jetzt müssten ja eigentlich irgendwelche Leute die bauen. Oder. Also es hängt schon manchmal ein bisschen. Ich gehe jetzt mal hier dem nach. Jetzt hängt es nicht mehr. Jetzt hängt es wieder ein bisschen. Okay, aber das ist doch, denke ich, noch vertretbar. Wenn euch das so stört, dann schreibt das in die Comments. Dann werde ich die Auflösung oder noch ein paar Details irgendwie runterschrauben. Aber ich finde, das läuft doch so ganz gut. Ja, was machen die jetzt hier? Geht da jemand hin und baut es? Oder wie? Wir haben doch bestimmt irgendwie... Warte mal, jetzt müssen wir uns erstmal hier einfinden. Ah, hier ist der Hafen. Okay, das ist der Hafen. Und das ist der Palast.
Und da sind irgendwelche Pfeile über den Leuten, was wahrscheinlich bedeutet, dass die da arbeiten. Hier arbeiten 4 Leute. Ah, hier ist gerade was hingefahren. Ein blauer Truck. Und da ist der Timer abgelaufen. Das heißt, wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Tropico. Ich klicke mal auf Pause und dann sehen wir uns hier wieder in der nächsten Folge. Macht's gut!